Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich brauche euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. Wo guckst du denn da hin? Okay. Schon wieder. So, egal. In der letzten Folge haben wir relativ wenig eigentlich gemacht. Wir haben diesen Monolith nochmal untersucht. Dann haben wir erfahren, dass wieder ein Krieg zwischen diesen beiden Nationen hier entsteht. Rolands und irgendwas mit H. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich kann mir den Namen nicht merken. Und ja, jetzt haben wir zur Glefetzink gegeben, weil da tobt eine Schlacht. Also, ja. Auf dahin, dass wir heute ein bisschen mehr erreichen. Heute will ich wieder standardmäßig ein paar Parts aufnehmen. Also kriegen wir heute was hin. So, wollte ich Windschreiten schon mal ihm ausgerüstet haben? Ja, ne? Ja. Vor allem, wenn es dafür auch noch AP gibt, ne? Die nächste, die halt aufleveln würde, der auf Maximum bringen würde, ist sie, ne? Edna. Das Projekt beenden, habe ich sowieso schon alles aufgelevelt, ne? So, Glefetzenke. So, Windschreiten aktiviert sich auch, wenn ich Gegner besiege, ne? Muss jetzt aber nicht sein, finde ich. Was storymäßig mal ab. Wir sind schon Level 64. Ja, und wir sind schon nah am Ende des Spiels schon, ne? Wo es noch nicht so aussieht. Ich gehe mal so nach den Leveln, deswegen nehme ich mal an, wir sind schon in der Nähe des Ende. Wird ja wohl irgendwie noch so, weiß ich nicht, so groß. Also das letzte Dungeon wird wahrscheinlich noch sehr, weiß ich nicht, erkennbar sein und so. Also mal schauen, wenn jetzt hier in der Domäne ist, ist ja Helldive 4, ne? Wird ja wohl nicht der letzte Kampf sein, der jetzt kommt. Okay, gut. Ich nehme an, weil die letzte Dungeon oder so wird sehr klar erkennbar sein. Dann gucke ich mal Xillia 1, Xillia 2 an, Graces, Tales of the Abyss, Symphonia, das ist alles immer so. Weil ich. Sind relativ ähnlich aufgebaut vom Design. Immer so kryptische Sachen. Meistens sind so ein blau oder lila Ton, ne? So. Was geht? Warum rennst du denn da hin? クセランキシナの被害報告。武将150。俺の砲台が助けろ。でね、化け物。敵みたいに死傷約50を耐えり。決着したのか。冗談だ。多分先発部隊の小競り合いでしょ。両国の本体同士の衝突なら。 この程度で済むはずないもんね。この程度って。白王騎士団はまだか。ラストンベルの避難誘導に手間取っている模様です。そんな場合か。スレイさん、このままここにいても。白王騎士団がラストンベルにいるって。セルゲイに会ってみよう。そうだな。ラストンベルはペンドラゴ。ペンドラゴ。 Wenn wir irgendwann noch mal überhaupt hier hinkommen, ist schon so lange her, ne? Müssen die Armeen aufhalten, ja. Bin der Hirte, auf mich werden sie schon hören. Oder? Keine Ahnung. Wie viel der Part ist er denn überhaupt? Ja, schon mal 100, nee, ne? Weiß ich gar nicht gerade. Bist du denn? Hey! Torio! Nani ga atta no? Toru? Minna ga Pendrago de tsukamatchatta. Suukikyo no ansatz no yogi. Boku tachi ga Highland ni kinomarete yatta tte. Nande? Are wa atashi ga katte ni ルナールが帝国に持ちかけたんだ。そういうことにすればいいって。なるほど。帝国は開催の大義名簿を探していただろうからね。数奇教の暗殺をハイランドが図ったことにできれば。十分すぎるな。ルナールに罠を張られて、エギーユが盾になって僕だけ。ごめん。逃げるのが精一杯だった。
so ein Schicksal. Aber... 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 ロゼと俺の仕事は違うって。ありがとう。行ってくる。オッケー。私たちはどうします？風の骨救出と戦争。どっちもなんとかしなきゃだが、体は一つ。セルゲイはラストンベル。ハイランド陣地にはアリーシャがいるかもね。俺は。 ここら辺洞窟を通ってハイランドへ抜けられたよな、確か。ラモラック洞穴ね。Ich kann mich nicht importen, weil. Oh Gott. Ich kann mich aber teleportieren, ne? Dürfte ich mit Sergei gehen? Lass zum Bell, geh nach Pendrago und hilf Rose. Falls in der Lamrak-Öl irgendwas passiert. Gehen wir mal dahin. Ja, natürlich will ich erstmal nach Dings gehen hier. Nach zu Alicia. Weil ist jetzt das deutet halt sowieso darauf hin, dass sie jetzt zu uns zurückkommt, hoffentlich. Oder wir können auswählen, zu Dings zu gehen. Zu Rose, damit sie in unsere Truppe bleibt oder wie. Irgendwie sowas kommt wahrscheinlich jetzt, ne? Bossruinen. Okay, scheint aber nichts zu passieren. In Kämpfe möchte ich jetzt nicht verwickelt werden. Ach ja, ich weiß, von der Gleffetsenke aus. In Richtung Gleffetsenke müssen wir annehmen, ne? Von draußen ja, außerhalb von Marlind, glaube ich. Irgendwie so über das Loch, ne? Ja, weiß ich nicht. Puh. Jetzt muss ich aber Alicia uns mal anschließen, oder? Ist jetzt schon, weiß ich nicht. Wie lange spielen wir schon? 70 Stunden. Wahrscheinlich 60 Stunden oder so. War sie nicht mehr in unserer Truppe. Muss doch jetzt mal kommen. Ein bisschen viel zu spät, finde ich. Aber es gibt ja noch das Alicia DLC, was ja nach der Story irgendwie gespielt werden sollte. Wie ich gehört habe. Also werden wir ja hoffentlich auch noch was von ihr mitbekommen. Hoffentlich. Ich hoffe, wir können beide in unserer Truppe haben, aber irgendwie sieht das nicht so aus. Ich glaube nicht, dass wir inzwischen drei Sachen hier entscheiden können. Wir müssen so oder so zu allen, nehme ich an. Die Domäne, ja. Ach, da ist die eine. Was geht? Ach so, okay. Machen wir es bei Truhe auf. Teufelsschwanz. Oh. Den habe ich doch mal gesucht irgendwann. Was wollte ich noch mal machen? Wollte ich ihnen auch einen Teufelsschwanz geben? Ja, ne. Teuflischer Engel. Gut. Ich erinnere mich. Ja, dich will ich nicht sehen. Ich will Alicia sehen. Ah. Ich
間もなく総攻撃を命じる勅命が届く予定なのだ。君たちがよく知る人物を使者としてね。まさかアリーシャさんにそんな役目を。バルトロの小細工だろうが面白い思考だ。素直に届ければ対戦が始まる。拒否すれば反逆罪で処罰できる。アリーシャの困り顔が目に浮かぶよ。あなたは私を切るか。いいだろう。お前をローランスの刺客だと叫べば勅命がなくとも総攻撃の名分が立つ。こりゃ分が悪いぜ。どうも兵たちを抑えるにはアリーシャの力が必要だ。アリーシャか。やってみるがいい。できるものならな。Triff dich mit Alicia. Nehmen wir an, wir müssen raus. Na gut. Oh Mann. Jinchi ni Alicia wa inakatta. Lady Lake ni itte miyou. Ja.Lady Lake, okay. Schau mich mal hier um, vielleicht gibt es ja noch goldene Truhen. Ich glaube, in goldene Truhen sind geskriptete Sachen drin, ne? Hoffentlich. Wäre, glaube ich, ein bisschen besser. Ein paar Kräuter kann ich natürlich auch noch einsammeln.Ich weiß aber eine Schatztruhe. Ach komm. Trank des Lebens. Boah, ich vergesse immer, welche zu kaufen. Kann das sein? Dann gehen wir mal nach Damensee. Obwohl, da war ja auch noch so eine Ruine, ne? Ne. Direkt nach Damensee.Kann ich jetzt nicht nach Lisa? Ah, okay. Oh, im Heiligtum waren da nicht goldene Truhen? Ich glaube, die habe ich schon geplündert, ne? Silber. Gold, her damit. Geniestab. Stab der Stadt und Stab eines bestimmten Physiker ähnelt.Ah, Angriff und Verteidigung. Ja. Ja. Guck mal. Nur Angriff geht runter. Mein Gott, hat er wenige Dinger. Effekte. Also, wie ich mich früher voll die Gedanken darum gemacht habe, ne? Okay, Geniestab. Wen könnte der denn gehören? Ich würde eher schon auf Pascal hier tippen.Also ein Geschossstab. Okay, goldene Truhen zu plündern tut sich auf jeden Fall lohnen. Also ich mal gucken, wo hier noch welche sind. Weiß ich natürlich nicht auswendig. Bah. Da war glaube ich keine, oder? Weiß ich nicht. Eine Ecke. Schau mich ja noch mal gründlich um.Ich weiß noch, wie ich mich am Anfang gesperrt habe, dass wir hier, weiß ich nicht, da gehen wir hier durch, ist glaube ich kürzer. Wir am Anfang ja nur rumgelaufen sind in Damensee und weiß ich nicht, da waren wir glaube ich 4-5 Parts oder so nur hier in Damensee. Was ein sehr blöder Anfang war, bin ich immer noch, aber hat sich gebessert sehr. Aber Windschreiten, stimmt.Windschreiten. Auf der Windschreiten, Windschreiten? Nein.
macht der Kunde natürlich sehr schwieriger. Schreiten? Nein, okay. Ist natürlich nicht auswendig, wo die ganzen goldenen Truhen sind, aber ich werde sie auf jeden Fall alle mal absuchen. Irgendwann. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie Rose ins Verderben oder so geschickt, weil ich jetzt nicht dahin gegangen bin. Wo ist Sergage? Neue Kampfmusik. Ihr seid Helions. Oh geil. Jawohl. Kommt zurück, Alicia. Sehr geil. Ich hoffe, sie ist auch auf unserem Level, ne? Oh, sehr schön. Oh, sie kommt direkt mit dem Mystic Art. Sehr geil. Oh, schon hat sie alles verangebracht. Haben wir auch noch eine neue Kampfmusik. Alles sehr schön. Sie hat 2900 HP, sehr gut. Sie hat einen Levelaufstieg, das weiß ich nicht, was ich davon halte jetzt. そこまで憎悪と不満が見ての通りです戦争は止められそうにありません諦めるだってどうしようもないではありませんかローランスを撃てという王の命令勅命は出されてしまったのですそんなもの握りつぶしちまえば都合が悪いなザビーダ様 握り潰すとはどういう意味でしょう。そのままさ、命令書を隠しちまえってこと。無茶な。そうだ。アリーサにできるはずが。別に強制はしないよ。悲しみに暮れる憂いが重きらいじゃないし。おまん。おまん。 戦争を止めるにはザビーダ様の言う通りにするしかないようだ。また力を貸してもらえないだろうか。本当にいいのですか。国に反抗することになりますわよ。Eigene Soldaten tun schon gegen sie rebellieren. アリーシャが覚悟を決めたなら嫌とは言えないね。ザビーダ様も頼りにしてよろしいか。けなげな姫のためとあれば。 泣きそうな顔よりずっと好みだしね。幸い軍を指揮しているのはマルトラン先生だ。きっと先生も協力してくれる。いや、was das angeht? どうした？それは無理よ。マルトランは兵馬だもん。サイカの剣士の配下として。 戦争を煽った張本人なのよ。エドナ。教えておかないとまずいでしょ。だな。後ろから刺されてからじゃ遅い。嘘だ。冗談でも言っていいことと悪いことが。落ち着いて、アリーシャさん。
取り乱してすまない。会えばわかることだ。マルトラン先生に。Das wird bestimmt gut ausgehen. また泣きそうな顔になっちまったか。Titel von... Ah, sehr gut. Aber sie ist Level 64. Liegt ein bisschen hinterher. Verdammter Dreck. Aber egal. So, erstmal gucken. Speer des drohenden Todes. Okay. Und jetzt in der grausamen Lanze, meine Güte. Level 16. Wie sieht denn ihre Dingens aus hier? Grundwerte, Verteidigung. Stimmt, sie hatte eine höhere Verteidigung als alle anderen. Also sie kann sich nicht mit jemandem verbinden, deswegen glaube ich nicht, dass sie ewig in unser Team bleiben wird, so ein Dreck. Warte mal, Eis. Reifersturz, Mondlichtschwalbe, Dämonenschlucker, Dämonenzahn. Keine Fähigkeiten, die ich kenne, oder? Also Tales of mäßig. Aber sie kann... Okay, ja, stimmt. So. Warum kann sie auch die Klamotten und so tragen, ne? Was geben wir ihr denn? Noch nicht. Ha. Gib mir ja mal eine Brille. Aber noch nicht. Wir haben nur Sonnenbrille. Verbindung mit Mikleo. Und noch irgendwas. Ja, lass mal meinen Schalten weg und machen. Weiß ich nicht. Rosa Wangen. Ja. Okay. Machen wir mal so. Okay, aufschließender Speer von Dämonenzahn, also weg damit. Können Sie überhaupt noch was lernen? Ich glaube ja, ne? Drehende Spitze. Sie hat vier Sachen. Ich bin ein Sprung aus, dann lernt sie ein Bild und da. Okay. Jetzt schon voll die geilen Sachen. Ah, jetzt aber eine bessere. Fußlosring. Sehr schön. Natürlich spielen wir Alicia. Also können wir zu den anderen. Oh ja, stimmt. Jetzt folgt mir wieder Alicia. Sehr schön. Nur was ist jetzt mit Rose? Bitte gib mir nicht irgendwie eine Entscheidung oder so. Merke, wir haben 25 Minuten. Das heißt, ich werde den Part jetzt hier mal beenden. Oder auch nicht, weil es anscheinend weitergeht. Obwohl ich eine Augenklappe habe. Sehr schön. Ein bisschen.
だとしてもこれはアリーシャが見届けるべきことだと思う。スレイ、今さらよ、うだうだ言わない。どうせスレイにフォローがいることは変わらないし、行こう、アリーシャ。ああ、mit deinen Augen alles in Ordnung? Ja, ich habe nur eine Augenklappe. Schon seit ewig. Mit den Klamotten ziehe ich das hier echt irgendwie so richtig durch, im Gegensatz zu Tales of Graces, wo ich denen fast nie irgendwie so Klamotten gegeben habe. So, wahrscheinlich kommt hier ein Skit und all sowas, aber das gucken wir uns ja in der nächsten Folge an von Let's Play Tales of Terror. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.